Yeah, was geht? Dennis wieder am Start mit was Neuem zu ballern. Natürlich, was sonst, Alter? Nur im Unterschied, dass es keine Ego-Ballerei-Shit ist. Oh nein. Also, wenn ihr vorhabt, hier Call of Duty und Battlefield und so bei mir zu sehen, fehl am Platz. Nein, bei mir gibt's traditionelle Top-Down-Side-Scroll-Sprite-Polygon-Shooter. Auch Schmaps heutzutage genannt. Schmaps. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so geil, das Wort. Shoot 'em ups, das ist es. Because you will shoot them up. Shoot them up. Okay, wie schießen wir sie ab? Breit gefächert, konzentriert. Ich bin eher der Fan von dem breit... Nein, nicht breit gefächert. Ich will konzentrierten... Ich will einen konzentrierten Todesblaster haben. Gibt aber keinen Ding-Fan-Laser hier, wie in Donpachi oder sonst wie. Hier gibt's stattdessen ein Grapple-Hook. Shit, whatever. Ihr geht hin und könnt eure Gegner greifen. Wir überspringen das Tutorial, weil das erklärt sich von alleine. Ihr habt auch nur drei Tasten. Schießen, greifen und Smart Bomben. Auch wenn ich gerade nicht mehr weiß, wo ich die Smart Bomb habe. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich meinen Haken habe. Den Haken holen wir hier auch gleich direkt raus. Zack, gegriffen, weggeworfen. Und ihr könnt auch die Schüsse damit neutralisieren. Zack, die verwandeln sich dann in diese schicken Punkte. Auf jeden Fall richtig, richtig herrlich und mal was anderes. Also das habe ich vorher auch in keinem anderen Game gesehen. Ziemlich coole Mechanik. Leider ist das Game auf der technischen Seite ziemlich schwach, muss ich echt sagen. Hier, wenn ihr das mal so anguckt, irgendwie heutzutage wird sowas, glaube ich, nicht mal als Indie-Game durchgehen. Weil wenn ich da in Richtung Sturmwind und so gucke auf dem Dreamcast, wo das Game herkommt und ich verliere in dem Moment gerade shit das Leben, muss ich echt sagen, dass das geht besser, Jungs. Also die Naomi Hardware, die dahinter steckt, die kann auf jeden Fall mehr. Da hat Warashi sich ein bisschen wenig Mühe gegeben, muss ich echt sagen. Ich habe das Game auch damals direkt für Dreamcast gekauft, als es rausgekommen ist, weil neue Dreamcast-Erscheinungen müssen immer gekauft werden. Denn sie erscheinen immer noch, weil Ghostblade steht auch wieder an. Auch ein Indie-Titel von QCast. Die vorher Redux und Dux und so weiter gemacht haben. Von dem ich nicht ein Spiel gespielt habe, aber Dux hier im Regal stehen habe. Und ich glaube, ich werde das für euch auch irgendwann nochmal hier rausholen. Das wäre halt für mich ebenfalls das erste Mal sein, dass ich mir das Game zu Gemüte führe. Und wenn ich hier laber, habe ich nur Scheiße gebaut. Richtig, richtig dreckig. Ich hätte den Gegner mitnehmen sollen, weil der ganz hilfreich ist beim Endgegner. Dann kann ich den direkt auf ihn draufwerfen. Aber wo war ich stehen geblieben? Technikseite, ja, wie gesagt. Das sieht echt nicht schick aus. Das ist hier die 360-Version. Aber ja, wirklich ein Schönheitspreis gewinnt das Game bei mir auf jeden Fall nicht. Leider. Aber es ist gut zu spielen. Es spielt sich echt schnell, flüssig. Also was ist dann technisch nicht wirklich hinkriegt, macht es spielerisch auf jeden Fall vom Gameplay her wett. Spielt sich gut. Nicht umsonst hätte ich es mir auch nochmal gekauft, wenn ich es ja eigentlich schon habe für meine gute alte Dreamcast. Selbst so viel Streufeuer eigentlich schon als Bullet Hell. Weiß ich gar nicht. Viele Leute haben auch mega das Problem mit Bullet Hell Shootern. Ich finde die persönlich sau beruhigend. Ui, der war knapp. Der war echt knapp. Kann ich gebrauchen. Es macht echt Spaß, sich durch echt viele Formationen da durchzuschlängeln. Vor allem, weil euer Schiff ja auch eigentlich nur im Zentrum halt verwundbar ist. Zack. Yeah. Das war's. Oh, die Explosion, oder? Das kann man so viel besser machen. Ich meine, seht euch Ikaruga und alles an. Das ist echt tragisch. Da hilft mir auch dieses nette Manga-Mädel nicht wirklich weiter. Außer sie wird vielleicht noch ein bisschen weniger Klamotte tragen, aber. Nee, alles gut. Was nach Aussehen geht, da kann ich dann auch besser Death Smiles einlegen. Ich glaube, da wird man nämlich direkt als Pädophilen abstempeln. Ja, der Stil ist cool.
That Smiles. Oh nein, Leben verloren, ätzend. Ah, oh, gutes schöne Map von Cave. Fällt in die Bullet Hell Sparte, aber da kommen wir später nochmal drauf zu. Nein, was? Das erste Credit? Okay, ich mach's mir wieder zum Ziel, höchstens 5 Credits zu verbrauchen. Ich hoffe nicht, dass es wieder 6 werden. Da habe ich irgendwie weniger Bock drauf. Es ist auch echt schwer, schöne Maps zu spielen und zu labern. Weil irgendwie lässt man sich doch recht schnell ablenken. Wenn nicht viel los ist. Hatte ich erwähnt, dass ich im Game die extrem teure Version damals, die Limited Edition, gekauft habe, mit Poster und allem drum und dran. Ich habe das Poster nicht mal an der Wand hängen. Ach, schrecklich. Oh yeah, also, genau, je größer die Gegner sind, desto länger braucht man, um die zu grappeln, um sie sich hier als ein super Schutzschild vor die Fassade zu schnallen. Deswegen, da ist auch immer dann diese Prozentanzeige. Einen nehmen wir davon noch mit, den werfen wir dem Gegner hier auf jeden Fall auf die Rübe. Zwischenboss. Oh yeah! Nicht mal ansatzweise Boss. Und Scheiß, war einfach nur geschützt. Das ist der Boss. Alles, was eine große Lebensanzeige hat, ist definitiv als Boss zu bezeichnen. Ich mag die Farben auf jeden Fall auch. Das Lieder ist geil. Ich mag das. Mein Bruder Pachi hat auch angefangen und all ihre Kugeln irgendwie in ein schönes, warmes Lila getaucht. Ein Pink, was verdammt auch von sau vielen übernommen wurde. Einfach weil es gut sehbar ist. Ja, guck mal, ich wäre wahrscheinlich getroffen worden. War aber noch unbesiegbar von dem Leben, das ich verloren hatte. Yeah, da durchgecheatet. Ha, guck. Okay. Auf was schätzt ihr sie vom Alter her? Ich sag gesichtsmäßig und keine Ahnung, höchstens 12, 13? Was mit den Brüsten immer ist, ich weiß auch nicht. So schrill, so steil. Den Soundtrack soll ich auch mal erwähnen. Ich mag den Soundtrack. Ich mag, glaube ich, echt so gut wie alles an dem Game, außer die Optik. Der Soundtrack wurde geändert hier. Für die 360 Version. Das ist auf jeden Fall eine andere Version in einem Dreamcast Original. Ich weiß nicht, wie es bei der PS2 Version aussieht. Ich besitze die PS2 Version nicht. So gut fand ich das Game dann doch nicht, dass ich hier alle drei Versionen hole. Ich muss sagen, die Orange Mixes hier finde ich nicht so geil wie das Original auf dem Dreamcast. Das Soundtrack habe ich auch oft gehört. Oh yeah. Ah, wollte ich doch eigentlich behalten. Fuck! Da wollte ich zu schnell rüber. Ich geh auch. Zweites Continue, Leute. Okay. Power Up. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das Power Up genau war. Ob ich dann die Leute schneller greifen kann oder nicht? Man geht ja auch viel eher hin und grabt sich die Gegner einfach alle nur noch, statt hinzugehen und zu ballern. Aber das macht das Game auch einfach anders. Und irgendwie anders ist irgendwie immer gut, weil es gibt so viele Spiele, wo einfach nur geballert wird, ohne irgendeine Innovation da reinzubringen oder mal Mut aufzubringen, mal was anderes zu versuchen. Aber ich finde, das macht das Game echt nicht schlecht. Hat schon was. So mit so einem schicken Weitwurfgerät hier auf den Endgegner zu ballern. Ah, easy Muster. Oh yeah. Ich mag das auch, das macht sich. Ja, so viel dazu. Ohne Scheiß. Ich übertreibe immer
Easy. der hätte ich vielleicht auch noch gefickt. ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich werde wahrscheinlich auch nicht an meinen Highscore rankommen. Definitiv nicht, weil ich glaube, den habe ich echt in einem Turn gemacht, oder? I don't know. Level 4. Gib ihm. Ich glaube, es waren insgesamt 5. Und den fast jedem. Shoot him up. Recht wenige, die mehr haben. Vielleicht soll ich mal wieder hingehen und ein bisschen mehr ballern. Aber das Grapple bringt einem dann doch schon mehr, weil man die Schüsse halt auch damit canceln kann. Deswegen ist es gar nicht so unvernünftig. Natürlich auch langsamer, wenn man B gedrückt hält. Ähnlich wie über Pachi etc., wo man hingeht und dann den dicken Laser hat. In dem Moment trifft mich dieser fette Ball des Todes. Okay, nochmal 3, oder? War es das? Ich weiß es nicht. Ah, fuck. Ich sage einfach, es war Nummer 3. Ja, mein Score setzt sich ja wieder zurück. Uncool, den werde ich definitiv so nicht erreichen. Komm schon, komm schon. Yeah. Das macht Laune. Das ist auch nicht wirklich allzu schwer. Komm schon, ich beschwör's wieder hier auf. Ah, verdammt. Ich dachte, ich sterbe noch. Ich liebe Spoon-Timmaps. Gibt's viele von euch, die hingehen und statt einer Runde Call of Duty oder eine Mario meinetwegen zwischendurch echt lieber mal wirklich entspannenden Shooter geben, einfach mal abzuschalten, weil die Spiele sind auch super gut für zwischendurch einfach. Ihr könnt hingehen, immer mal wieder eine halbe Stunde daddeln, seid durch damit, habt ein Erfolgserlebnis, habt was geschafft, könnt den Highscore jagen. Aber ich finde die dafür echt nicht schlecht. Heutzutage heißt es dann meist auch nur so, das ist ja nur ein Download-Game. Ich bin auch gerne bereit, Vollpreis für sowas zu zahlen. Ah, nein! Dieser eine dreckige Haufen, ey. Ich spiele euch auf easy, wisst ihr. Ah ja, genau. Je nachdem, in welche Richtung ich ziehe, müsste er sich, glaube ich, wieder noch ein bisschen drehen. Das war nicht schlecht. Den krieg ich nicht. Oh. Nice. Nein. Ich könnte auch anfangen, Bomben zu werfen. Das war jetzt zum Beispiel Nummer 4. Wenn ich wüsste, wo die Bombentaste ist. Aber ich will es gar nicht herausfinden. Einfach nur hingehen und... Das Game. So, fuck. Ich bin sowieso voll der notorische Nicht-Bombenwerfer. Egal was kommt. Ich denke immer, heb sie solange es geht auf. Und dann ist es immer zu spät. Das ist schon echt schrecklich. Schick. Treffe ich auch was? Ich bin nur gerade. Yeah. Ich bin nur gerade darauf am Konzentrieren, dass ich auf jeden Fall nicht getroffen werde. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit hier, was? Das war der Endgegner? Scherz! Okay, irgendwas mache ich falsch bei den Endgegner, habe ich das Gefühl. Oder endrichtig. Es gibt die Möglichkeit hier noch Zusatz-Endgegner oder Zusatz-Endgegnerinnen. Eigentlich ist es eine und dieselbe Person an Start zu bekommen. Die sah eben ganz kurz im Titelbild. Ich glaube, sie kommt ja jetzt auch gleich nochmal drin vor.
wenn man mit irgendwelchen bestimmten Voraussetzungen erfüllt. Ah, das ist das Gute an dem Game. Ihr könnt nicht sterben, wenn ihr die Gegner berührt. Ihr werdet höchstens weggepuffert. So, weggestupst. Sehr gutes Feature. Haben auch recht viele Shooter. Nicht alle. Also, wenn, muss man das auf die harte Tour lernen. Einfach ausprobieren. Genau wie es bei manchen Spielen erlaubt ist. Hinzugehen. Und yeah! Halt's Maul! In dem Moment werde ich getroffen. Meine Fresse! Ich bin vom Pech verfolgt. Den Boden zu berühren. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Aber ihr dürft in manchen den Boden berühren und ich bin nur damit groß geworden. Ey, wenn ihr den Boden berührt, du seid ihr tot. So, also, yeah! Instinktiv die Bombe gegriffen. Schick anzusehen. Und richtig schick drauf zu gehen. Und ich glaube, das war das fünfte. Yeah! Ich werde ein weiteres sechstes brauchen wohl. Scheiß die Wand. Fuck you. Game. Komm hier. Nimm das. Nimm das. Oh Mann. Ich muss mich den groben Boden schämen. Ah, das erinnert mich irgendwie gerade an Ikaruga vom Hintergrund her, Elementgegner. Oder das, der Hintergrund einfach. Ah! Ätzend. Oh, okay. Das ist auch gut. Den Endgegner hintenrum angreifen oder was? Sich ablenken lassen. Was? Schon wieder? Alter Schwede. Alter Schwede. Ich gehe ja richtig auf drauf, ey. Was geht? Okay, jetzt. Merkt ihr das Muster? Ah, war nicht mal der Endgegner. War nur ein Zwischengegner. Natürlich. Denn. In den Land, ja? Ja, da ist sie. Sie ist der Endgegner. Ich glaube, die kann man sogar spielen. War das dann nicht auch in der PS2-Version? Ist das nicht auch hier möglich? Ja, ich weiß es echt nicht. Oh, ho, ho, ho. Yeah, shit. Nein! Okay. Nur das. Nein! Okay. Bonus! Yay! Oh! Kameradin, komm mir zur Hilfe! Oh no! She's been captured! No! Fox, help me! Fuck you, Slippy! Ah, oh, for fuck's sake! Ein siebtes! Gott, ist ja noch schlimmer als bei Ikaruga hier! Man kann auch nicht hingehen und die Bullets einsammeln, von daher. Aber ich kann hier mal random Shit in die Hand nehmen und hier zurückwerfen. Ach, oder versuchen, mir den Weg frei zu räumen. Nein. Okay, okay, egal. Scheiß drauf, ich mach das jetzt vernünftig. Hin und Stier. Genau so vernünftig. Nummer 8. Leute, brechen wir die 10, ja? Brechen wir die zweistellige Zahl? Nur um das... Oh, ich bin auf dem besten Weg. Oh. Mach ein Ernsthaft. Ich bin unter 10 verblieben. So klar. 5 waren angepeilt. Gib mir das! Fuck. Echt?
Nee. Unglaublich. Ich kann auch Bomben werfen. Ich kann auch Bomben werfen, aber... Mein Stolz sagt mir nein. Lass es. Lass es. Geh nicht hin. Wirf keine Bomben. Ich habe die ganze Zeit nur eine Bombe geworfen. Yeah. Und noch eine Energieleiste. Komm schon. Ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Oh. Sollte es das gewesen sein? Ich glaube nicht. Ist auch schon länger her, dass ich das Game gezockt habe. Captured. Thanks, Box. Yeah. Fuck off, Slippy. Und sie katapultiert mich raus. Oh nein, opfert sie sich. Scheiße. Schönes Still-Image. Yay. Okay. Ja, das war auch natürlich nicht das True-Ending. Wie meistens. Wie gesagt, wenn man hingeht, bestimmte... Sachen vorher macht, oder ich weiß gar nicht, ob es auch nur im Normalmodus geht, dass man dann das True Ending kriegt. True Ending, Shooter-Fans werden wissen, was es heißt, True Bosses etc., wenn man da wirklich gut durchkommt. Egal, Jungs, Mädels, Dudes, Nerds, everyone hier, das war Trigger Hard Exilica. Hoffe, das hat euch Spaß gemacht, hier den nächsten Shooter zu sehen. Ich hab noch ein paar andere. Keine Sorge, mit mir wird erstmal die ganze Zeit nur geballert. Deswegen, ich hoffe, ihr bleibt am Ball und habt da Bock drauf. Denn ich hab da richtig Bock drauf. auch wenn ich echt scheiße bin. Aber gerade auf jeden Fall. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Deswegen, und Jungs, Mädels, haut rein. Piss dancen. Shaman.